Okay, ja, herzlich willkommen zu Angelikas Expert Talk, der Talktime, wo ich Experten für dich unter die Lupe nehme. Und heute habe ich zwei wunderbare, ganz, vielleicht kann man nicht sagen, geheimnisvolle Gäste. Ich habe heute bei mir Shelia Stevens, die Wisdom and Business Mentorin. Und ich habe bei mir Lena Wernli, transformativer Coach und Ausbildnerin. Und ich freue mich wahnsinnig, denn es ist ein super, super spannendes Thema, das ihr beide aufgegriffen habt. Und als Einleitung vielleicht für alle, die jetzt hier zuschauen und zuhören. Es geht um den Online-Kongress, den Shelia Stevens und Lea Wernli veranstalten. Der heißt Mein geheimes Leben, etwas stimmt nicht mit mir. Er geht vom 3. bis zum 10. Mai und alles drunter, wie ihr euch anmelden könnt und so weiter, ist verlinkt. Das heißt, ihr könnt jetzt einfach in Ruhe zuhören und ich freue mich, euch beide hier zu begrüßen. Herzlich willkommen. Dankeschön, Angelika. Wir freuen uns, hier zu sein. Ja, vielen Dank. Ich freue mich und es ist nämlich ein ganz außergewöhnlicher Kongress. Es ist nicht dieser klassische Business-Kongress mit irgendeinem Marketing-Thema oder mit Vermögen und so weiter, sondern es geht heute wirklich darum, und da steigen wir vielleicht gleich mal ein mit dem Titel, den ihr euch ausgesucht habt, Mein geheimes Leben und etwas stimmt nicht mit mir. Und mich würde super interessieren, mal von dir, Lea, wie seid ihr denn überhaupt auf den Titel Mein geheimes Leben gekommen? Ja, das war wirklich spannend. Ich habe Shelia besucht bei ihr zu Hause, noch nicht allzu lange her. Und wir sind so durch den Wald gegangen miteinander und wollten etwas kreieren, um wirklich rauszugehen und den Leuten zu helfen mit dem, was wir gesehen haben. Und haben so darüber nachgedacht, was verbindet ihre Kunden und meine Kundinnen und Kunden. Und wir arbeiten so in unterschiedlichen Feldern, aber irgendwie haben wir gemerkt, so ein geheimes Leben. Etwas, das ganz viele so im Innen mit sich herumtragen, nicht zufrieden sind, unsicher sind, vielleicht auch Gewohnheiten oder Dinge, die sie nicht so einfach loswerden und das nicht so gerne mit der Welt teilen wollen. Und das war wirklich in der ganzen Range von Leuten im Business, die nach außen, da funktioniert ganz viel, aber so hinter den Kulissen, so diese unsicheren Gedanken und kann ich das und mache ich das gut und all diese Dinge. Mhm. Und so sind wir auf diesen etwas anderen Titel gekommen, eben Mein geheimes Leben. Und so dieses etwas stimmt nicht mit mir, weil wir ja nicht darüber reden, denkt eben jeder für sich, verdammt, die anderen kriegen dieses Ding mit dem Leben und diesen Berufen und da draußen unterwegs sein, so toll hin. Und nur ich schaffe das irgendwie nicht. Und das war so dieser zweite Teil da drin. Mhm. Shelia, jetzt habt ihr beide, ich kenne euch jetzt ein bisschen schon, also dich persönlich, also Lea, ich bin in diesem Wald auch schon spazieren gegangen. Stimmt. Shelia, und habe wunderbare Gedanken geteilt und durfte auch schon ein bisschen Einblick nehmen in diese, auch Einblick in dieses geheime Leben, auch, also das vielleicht, ich würde mal ganz ehrlich sagen, ganz, ganz viele Menschen da draußen trifft und wo man sich denkt, okay, etwas stimmt nicht mit mir, und ganz viele Business Coaches und Mentoren werden dann aufgesucht und man macht viele Ausbildungen und so weiter und hat das Gefühl, okay, irgendwie haben die alle Klarheit und alle kriegen alles so schnell weiter, nur ich nicht, und man vergleicht sich. Shelia, wie war das bei dir? Also hattest du so ein geheimes Leben, das du parallel geführt hast früher? Oder ist es jetzt nicht mehr so? Muss man natürlich jetzt auch fragen, für alle, die da zuschauen. Komm auf die zweite Frage als zweites. Also ja, ich habe definitiv ein geheimes Leben. Und das war das Ding im Wald, wo wir spazieren waren, Lea und ich, weil ich hatte das natürlich auch, sonst wäre ich wahrscheinlich gar nicht auf diesen Weg gekommen. Ich bin in 2009 losgestartet als Solo-Selbstständige auf den Markt, und
In den ersten 6, 7 Jahren von meinem Business bin ich jeden Tag um 7 Uhr aufgewacht und der erste Gedanke des Tages, den ich hatte, war sowas wie: Ich bin zu weich für diese Welt, ich bin nicht gut genug und ich bin nicht geeignet als Unternehmerin. Das Online-Geschäft für mein, in meine Gedankenwelt war zu hart, sowas wie ein Haifischbecken, wo ich mich als Goldfisch gefühlt habe und wo ich nur schweren Mutes aufstehen konnte, um quasi in meinem damaligen Gefühl in den Kampf zu ziehen. Und das Verrückte war, ist, dass ich habe mein Business gestartet mit ganz viel Business- und Marketing-Erfahrung. Ich war eine fähige Frau, ich war eine selbstbewusste Frau, ich war eine Frau, die gut präsentieren und reden konnte. Also alles, was die Fakten dargestellt haben, haben eigentlich alle Zeichen auf grün gestellt für ein gutes Unternehmerdasein. Aber im Innen habe ich mich einfach ganz anders gefühlt. Und zudem kam hinzu, dass ich jeden Tag gestartet habe, eben mit diesen Gedanken, die du gerade erwähnt hast, mit der Frage beginnend, wie mache ich mich in dem Business, in der Welt? Und ich habe mich immer zu ungenügend gefühlt. Ich habe gedacht, ich bin zu langsam, ich bin langsamer als alle anderen. Ich habe das Gefühl gehabt, andere haben größere Listen, andere haben mehr Kunden, andere haben, ich weiß nicht was, mehr Umsatz. Und ich bin durch mein tägliches Unternehmertum gegangen mit der Idee, wenn ich nur Ziele setze und so gut werde wie die anderen und diese erreiche, dann werde ich irgendwann mal an dem Punkt ankommen, wo ich denke, ich bin glücklich, ich habe es erreicht, ich beweise es mir selber. Und egal wie viele Male ich diese Ziele erreicht habe, übertrumpft habe, ich bin dort angekommen, hatte kurze Freude und dann wieder ein sinkendes Gefühl und fange alles wieder von vorne an. Es war wie ein permanenter Kreislauf von versuchen, Dinge im Außen zu erreichen, um ihnen glücklich zu sein und dort niemals anzukommen. Und das Ergebnis war so ein Gefühl von getrieben sein, abgerackert sein, keine Inspiration in meinem Business haben. Und doch bin ich in meinen Webinaren wie eine Strahlefrau gegangen. Ich bin mit Facebook-Lives und mit E-Mails rausgegangen, als wäre alles in Ordnung. Und ich habe natürlich sehr wenig bis nie, bis gar nicht drüber geredet. Und das war mein geheimes Leben. Und was hast du denn so klassisch probiert, um da rauszukommen oder um das zu verbessern? Weil das trifft ja doch ganz sicher viele und ich erkenne mich ja sogar in Teilen auch wieder. Ich weiß, das ist so, also ganz sicher. Was ist es denn, was du probiert hast, um da rauszukommen? Also um dem, um vielleicht so wie du gesagt hast, dir selber gerecht zu werden und anderen gerecht zu werden. Also um dieses, ich bin nicht gut genug, ich bin nicht schnell genug, ich habe nicht eine große Liste genug, vielleicht nicht genug Kunden, meine Ziele sind nicht groß genug, was auch immer. Meine Vision ist kleiner als die von den anderen. Was, also wie hast du versucht, das zu lösen damals? Naja, damals habe ich alles, was mein kleiner Quatschkopf mir erzählt habe, ich nenne das heute gerne meine quatschende Unternehmerin, den Gedanken habe ich einfach geglaubt in erster Linie. Und obwohl ich aus dem Bereich Coaching und Persönlichkeitsentwicklung gekommen bin, mit einem Masterstudiengang, den ich bevor ich mein Business gestartet habe, losgegangen bin, ist es mir gar nicht in den Sinn gekommen, irgendwie an Glaubenssätzen zu arbeiten oder an mir zu arbeiten. Bei Lea war das ganz anders, vielleicht erzählt sie später von sich. Lea hat eher eine Innensuche gemacht und an sich gearbeitet. Ich bin immer zu dem Entschluss gekommen, ich muss im Außen Dinge tun. Also habe ich die teuersten, besten Coaches in Amerika, in UK und Irland gebucht. Ich habe, kein Witz, bestimmt 100.000 Euro reingesunken in Mentoring, in Coaching-Programmen. Immer mit der Idee, dass es im Außen liegt und dass jemand ein Erfolgsrezept, ein Plan hat, der, wenn ich den umsetze und irgendwas erreiche, dass es mir dann gut geht. Das habe ich probiert. Vielleicht bevor wir dann noch dazu kommen, was hat sich wann geändert? Schauen wir mal, Lea, wie war dein geheimes Leben? Was ist das, wo du das Gefühl gehabt hast, okay,
die Außenwelt sieht mich komplett anders, aber ich weiß ganz genau irgendwo, oder ich habe das Gefühl, etwas stimmt nicht mit mir und ich führe so ein Doppelleben sozusagen. Ja, das war definitiv so. Und ich hatte ähnlich auch im Außen, da war ganz viel ganz toll mit Haus und Mann und Kindern und als Beraterin unterwegs, auch an Hochschulen. Und im Innen war immer dieses Gefühl von, ich kann mir selber nicht trauen. Und zwar im Sinne von, wenn der Stress zu groß wurde, mit all diesen Bällen zu jonglieren und das alles natürlich perfekt hinzubekommen, dann hatte ich so Reaktionen wie impulsives Verhalten im Kaufen. Ich habe Online-Kurse gekauft, eben einen nach dem anderen. Oder ich habe noch die dritte Hose gekauft, obwohl ich die ganz sicher nicht gebraucht hätte. Oder ich habe ein Glas zu viel über den Durst getrunken. Und dann kam die Scham dazu. Also dann habe ich mich natürlich geschämt, dass ich das nicht im Griff habe. Und auch dieses Gefühl, wie kann das sein, dass ich da in meinem Leben außen ganz viel im Griff habe und aber mit diesem Stress, mit dieser Überforderung nicht adäquat klarkomme. Und dann habe ich diese Scham noch obendrauf gepappt und das hat natürlich zu einem explosiven Gemisch geführt, dass dann immer wieder so konnte ich es halten und plötzlich ist das wieder irgendwie rausgekommen. Und das war dieses Gefühl von mir nicht zu trauen und ich muss über die Schulter schauen, dass mir das nicht wieder passiert. Und da habe ich natürlich alles unternommen dafür, eben, dass ich das in den Griff kriege mit Therapien, mit Persönlichkeitsentwicklung, mit Coaching, mit Ausbildung an Ausbildung gereiht. Und da waren hilfreiche Dinge dabei. Also das ist nicht einfach zum Sagen, da hat nichts geholfen. Aber es blieb so dieses kleine Restding, etwas stimmt mit mir, glaube ich, trotz allem nicht. Und die anderen können das ja. Und es war nicht nachhaltig im Sinne von, dass die Veränderungen wirklich dann ja zu 100% da waren. Und das hat mich schon beschäftigt und bedrückt auch immer wieder. Hat es auch etwas damit zu tun, mit diesem, dass man so auf der ewigen Suche ist? Also für mich hat es sich jetzt so, nehme ich jetzt so wahr, auch diese auf der ewigen Suche nach diesem Ankommen, nach diesem Gefühl des Ankommens. Ich kann mich erinnern, wie ich damals gestartet bin im Online-Business, war eigentlich mein Titel für einen Online-Kongress auf der ewigen Suche nach der einen Erfüllung, nach der einen Berufung, Erfüllung und Erfolg und so weiter. Mhm. Und dieses, was dahinter gesteckt hat, aber dieses Gefühl, endlich anzukommen. Also, was ist das, was das vielleicht bei euch auslöst, Shelia, bei dir? Hat das etwas damit mit zu tun, dieses Gefühl, endlich anzukommen? Also, das Einzige, was ich darüber sagen kann, ist, dass Lea und ich diese Woche darüber gesprochen haben, dass wir das erste Mal in unserem Leben das Gefühl haben, angekommen zu sein. Und dass diese ewige Suche nach dem Etwas, was uns besser fühlen lässt, endlich vorbei ist. Und insofern kennen wir diese Suche nur zugute. Und die hat bei uns aufgehört, nachdem wir über ein neues Verständnis vom Leben gestolpert sind, namens Three Principles. Und genau darum geht in diesem ganzen Online-Kongress. Wir wollten dieses Verständnis, was unser Leben nachhaltig verändert hat, unsere Suche zum Ende gebracht hat, wollten wir einfach mit so vielen anderen Menschen teilen, wie nur möglich. Und insofern, das ist meine Verbindung mit deiner Frage, Angelika. Jetzt, Lea, vielleicht noch zu dir. Dieser Online-Kongress, ich durfte ja auch schon ein Gefühl dafür entwickeln, wie dieses Verständnis ist. Also ich habe auch mit Shelia wirklich 3 Tage verbracht, wo wir
wo ich mir das auch angeschaut habe, was ihr dann beim Online-Kongress natürlich in vielen Facetten, in Interviews, ich weiß nicht, Lea, wie viele Leute habt ihr da interviewt, die damit zu tun haben, mit diesem neuen Verständnis? Es waren 21 Menschen und aus ganz unterschiedlichen Richtungen. Alle sind international erfolgreiche Coaches und Speakerinnen und Autoren, die eben über genau ihre Suche, also wie sie in der Dunkelheit waren und was sie gesehen haben und wie sie ans Licht gekommen sind, in Anführungsstrichen, wie sie eben, wie ihre Suche zu Ende gegangen ist. Ja. Und wie viel leichter dadurch ihr Leben, ihr Business, ihre Familien, ihr gesamtes Leben wurde. Das heißt, diese vom 3. Mai bis zum 10. Mai hat man eben die Möglichkeit, diese Interviews mit, also es gibt, der Kongress ist ja Englisch und Deutschsprachig. Genau. Das ist ja ein Doppelkongress, ich finde das genial. Das heißt, dadurch, dass ihr so viele internationale Speaker ja auch dabei habt und beide Communities, die Englisch und die Deutschsprachigen auch abdecken wollt, um dieses Verständnis einfach dafür zu teilen und auch, wie ich gesagt habe, ich habe so einen Blick hineinwerfen dürfen in ein komplett neues Weltbild, ich weiß gar nicht, wie man es aus, aber Verständnis wahrscheinlich, ja. Verständnis und Sichtweise, die viel mehr Leichtigkeit bringt, ins Leben bringt und Ruhe ins Leben bringt. Mhm. Und ich freue mich schon sehr, sehr, sehr selbst auf den Kongress, weil ich einfach gemerkt habe, was das in einem bewegt und selber noch viel mehr gerne davon haben möchte. Daher bin ich schon sehr, sehr gespannt. Wollt ihr vielleicht sonst noch irgendwas zu dem Kongress sagen? Also für alle, die jetzt da zuhören oder zuschauen oder das nachschauen, gibt es noch etwas, was ihr gerne noch teilen möchtet? Ja, vielleicht sage ich dazu was und dann guck mal, ob Lea auch noch was hinzufügen möchte. Also ich wüsste keinen Menschen, der nicht von diesem Kongress profitieren würde. Das möchte ich als erstes sagen. Das sind Geschichten drin, die einerseits über alle Themenbereiche hinweggehen, von Beziehungen bis hin zu Essstörungen, Alkoholismus, chronische Schmerzen, chronische Fatigue. Also es gibt so viele unterschiedliche Themen. Ich glaube, allein durch die Themen können viele Menschen sich mit identifizieren und schauen, ob eine kleine Sache für sich beginnt zu lösen. Aber selbst wenn du das Gefühl hast, eigentlich ist alles ganz okay in meinem Leben. Wir haben einen Menschen drin, der hat auch gedacht, eigentlich ist alles gut. Und dann hat er auch dieses Verständnis entdeckt und er hat eine so viel tiefergehende Ruhe, eine so viel innigere Frieden und Freude gefunden. Ich glaube wirklich, dass für jeden da was dabei ist. Und selbst Lea und ich, die beide die letzten 5 Jahre auf diesem Weg sind, haben neue Erkenntnisse gewonnen aus den Gesprächen. Das würde ich auf den Weg geben wollen. Mhm. Du, Lea? Für mich ist noch etwas, wenn jetzt da draußen jemand sitzt und denkt, von was sprechen die um alles in der Welt? Das tönt ja spannend, aber meine Güte. Sich nicht aufhalten zu lassen von dem. Einfach vielleicht neugierig zu schauen, ob du irgendetwas Neues hören kannst. Das ist so das eine. Und das zweite ist, dieses Verständnis von dem, das lassen wir ja noch ein bisschen im Geheimen, ist auch ganz praktisch. Also nicht nur, dass eben das Leben leichter und klarer und schöner wird, das ist ja schon unglaublich toll für viele, die was gehört und gesehen haben, sondern es ist auch so praktisch, wenn man mehr sieht über das, was wir sprechen, dann wird es auch so klar, was eben die nächsten Schritte sein könnten im Business oder im Alltag oder mit dem Liebsten. Und wir brauchen weniger von diesen Mentoren und Gurus und Büchern und, von die so suchend sind, weil wir mehr bei uns schauen können, was jetzt wirklich dran ist. Und das, finde ich, ist auch für jeden Menschen etwas sehr Wertvolles. Also wie gesagt, jeder, der jetzt hier zuhört und zuschaut und sich denkt,
oder vielleicht einfach nur spürt. Das gar nicht denkt. Ich glaube, das Denken ist eigentlich das Falsche, sondern einfach spürt, hier könnte irgendwas dabei sein, wo ich einfach eine neue Sichtweise auf etwas bekomme oder neues Verständnis für Dinge, die in mir, die außerhalb vorgehen. Dann freue ich mich sehr, wenn ihr Shelias und Leas Kongress anschaut. Er heißt Mein geheimes Leben, etwas stimmt nicht mit mir, vom 3. Mai bis zum 10. Mai. Man kann sich ganz einfach kostenlos registrieren und bekommt dann die 21 Interviews nach und nach freigeschalten und kann sich die einfach online anschauen. Genauso die Möglichkeit Englisch. Das heißt, wenn irgendjemand hier ist, der sagt, ach, ich habe da jemanden, der nur englischsprachig ist, ist genauso die Möglichkeit. Und unter dem Motto Sharing is Caring würde ich sagen, teilt einfach den Beitrag sehr, sehr gerne. Ich kann es nur wirklich von Herzen empfehlen. Ja, vielen super. Dank. Danke vielmals, liebe Angelika. Ja. Und wir grüßen alle da draußen fürs heute. Schön, dass du heute da warst. Alles Liebe. Vielen Dank. Tschüss.